Guten Morgen. Ja, ich liege noch im Bett. Es wird heute ein Vlog, weil wir fliegen in den Urlaub heute Abend. Und ich nehme euch einfach mit, wie ich meinen Koffer packe, was ich davor noch mache, weil es steht heute noch einiges an, weil wir fliegen erst heute Nacht. Also Sonntagnacht um 1:45 Uhr geht unser Flug. Und ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Bis dann. Sollte ich noch sagen, wohin es geht? Es geht in die Türkei. 3 Stunden Flug, ohne Unterbrechung. Und ja, es wird warm, es wird sonnig, es werden knapp 40 Grad. Ich habe schon im Wetterbericht gerade eben geguckt, die ganze Woche, wenn wir da sind. Wir fliegen 7 Tage in die Türkei, geschummelte 9 Tage, weil wir gute Flugzeiten haben, weil wir kommen morgens an und fliegen abends wieder zurück. Ja. Das sehen. Da liegt einer und will kuscheln. Aber ich muss jetzt aufstehen. Mein Freund schreibt noch nebendran seine Arbeit auf, was er dann im Büro später abgeben muss. Aber hier will erstmal einer kuscheln, ne? Ne? Wie jeden Morgen. Kleiner Mann. Dann will ich mal aufstehen. Hallo ihr Lieben. Ich bin gerade unterwegs. Zeitungen austragen. Wir haben jetzt etwa 14 Uhr am Nachmittag. Wir fahren jetzt dann gleich noch Mittagessen holen für die Männer. Also für meinen Vater und meinen Freund. Weil die waren halt auch den ganzen Tag unterwegs und danach geht es ans Kofferpacken. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr mehr aus dem Urlaub sehen wollt. Also wie es dort aussieht und überhaupt. Würde mich freuen. Jetzt sieht es durchgekämpft aus. Ich bin jetzt fertig mit Zeitungen austragen. Und sitze gerade im Auto. Wir sind gerade tanken. Wir waren gerade zu essen holen bei einem Chinesen. Also gebratene Nudeln oder sowas. Dann geht's los mit Koffer packen und ich weiß nicht, wie oft ich das mit dem Kofferpacken jetzt schon gesagt habe, aber ich freue mich einfach so auf den Urlaub. Das glaubt ihr mir nicht. Ich nehme euch jetzt einmal mit zum Kofferpacken. Das ist mein Koffer. Das ist ein ganz einfacher Hartscheinkoffer. Auf dem Bett liegen meine Sachen. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf mit, was ich alles mitnehme.
schon so grob gesehen gerade. Das sind Unterhosen, ein paar Oberteile. Vermutlich wieder viel zu viel für 9 Tage, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich immer viel zu viel mitnehme. Dann einmal hier meine Sachen. Also hier ist Schminke drin, Duschgel, Shampoo und Spülung. Also Spülung. Ist jetzt auch egal, auf jeden Fall. Haare und Körper. Haare, Hygiene und so weiter. Und Schminke. Und das ist mein Koffer. Der wird jetzt zugemacht. Und ja, Schuhe kommen noch oben drauf. Aber das seht ihr ja dann sowieso in den nächsten Videos. Jetzt geht's dann gleich ab zum Flughafen. So, die Koffer sind gepackt. Meine Eltern, mein Freund, ich und Schuhe. Also wundert euch nicht, wie viele Schuhe wir mitnehmen. Wir fahren jetzt los zum Flughafen. Wir sind jetzt im Flughafen, haben gerade unsere Tickets bekommen. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zu McDonald's, weil wir haben Hunger. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde Zeit bis zum Boarding. Und dann geht's in den Flieger und ja, wir sehen uns dann vermutlich morgen früh. So, man sieht mich zwar kaum, aber ich habe jetzt mein Bändchen, ich bin jetzt im Hotel angekommen. Und ja, ich will jetzt erstmal den ersten Tag genießen. Bisschen blöde Sicht, weil die Sonne hier direkt reinscheint. Es ist so warm hier und wir sind so kaputt. Wir konnten im Flugzeug kaum schlafen. Aber das erzähle ich euch in einem anderen Video. Wenn ihr wollt, dass ich euch auf dem Laufenden halte in meinem Urlaub, dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Also tschüss, bis zum nächsten Mal.